Alter. Oh, Jodie sieht aus wie Lord Voldemort persönlich, wenn sie raucht. Ey, was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich weiß nicht, warum ich wieder Kopfhörer anhab, weil wir uns eigentlich heute wieder nur Bilder angucken. Da brauche ich keinen Sound. Ich bin unglaublich arschgut drauf, meine Freunde. Und falls ihr es nicht wisst, ich streame heute Abend natürlich wieder auf aktiver Ehrenbruder-Basis um 18.30 Uhr. Kommt unbedingt vorbei. Es wird absolut beschissen werden. Ach, ist es schön. Ihr wisst ja, dass wir YouTuber alle einen richtig krassen Lifestyle haben. Ja, wir rauchen unglaublich viel, wir trinken viel, wir gehen viel auf Partys, dies, das, gehen auf die Sonnenbank und so weiter und so fort. Und das sind ja alles Dinge, die uns irgendwie belasten, die uns im Alter scheiße aussehen lassen. Und glücklicherweise muss ich gar nicht warten, bis ich alt und scheiße aussehe, sondern kann das heute schon herausfinden mit einer App, die Change My Face heißt. Man kann hier quasi Bilder hochladen und sehen, wie es eventuell aussieht, wenn man 10 Jahre lang trinkt, 10 Jahre lang auf die Sonnenbank geht oder 10 Jahre lang raucht oder halt einfach den kompletten Lifestyle von Montana Black ohne das Saufen führt. Grüße geht raus an dich, Bruder. Ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen direkt an. Es ist wieder ein absolut scheiß Video, bei dem ich mir überhaupt keine Mühe gebe, aber das passt. Das ist genau der Scheiß, den ihr sehen wollt. Deshalb würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Kandidaten und zwar dem lieben Laser Luca. Wir ziehen den ganz kurz hier rein und ich würde sagen, check here to indicate that you have read and agreed the terms and conditions of the demo usage. Natürlich habe ich das gelesen. Genau. Gucken wir mal ganz kurz. Upload-Foto, meine Freunde. Laser Luca sieht folgenderweise aus, wenn der sehr, sehr lange trinkt. Es lädt. Es lädt nicht. Another one. Machen wir den hier rein. Uploading. Komm schon. Another one. Ich glaube, Chrome ist im Arsch, Freunde. Jetzt sollte es aber eigentlich funktionieren. And another one. Okay, fangen wir einfach an der Stelle dann nicht mit Laser Luca an, sondern Regina Hicks. Regina Hicks sieht anfangs super, super gut aus. Regina hier wirklich Trompo von Monta, ja. Schönes Gesicht, nette Bräune. Verliebt! Regina, wenn sie sehr lange trinkt und raucht, dann sieht Regina, gelinde gesagt, echt ziemlich scheiße aus. Wir machen das mal ganz kurz ein bisschen größer hier. Man sieht das vielleicht, ja. Hängende Falten im Gesicht nach einer Menge Alkohol und Zigarettenkonsum. Beim Rauchen sieht das auf jeden Fall ungefähr so aus. Beim Drinking, meine Freunde, sieht man auf jeden Fall, wie das Gesicht ein bisschen aufgedunsener ist. Der Alkohol geht auf jeden Fall gut rein. Und hier Tanning, meine Freunde, wenn Regina zu oft auf die Sonnenbank geht, sieht man das vielleicht, ja. Das ganze Bild wird ein bisschen brauner und es geht so eklige Flecken hier im Gesicht und alles. Also das ist auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt ganz lecker. Auch krass ist, meine Freunde, dass hier überall so krasse Gesicht, also jetzt steht hier so eine Schrift im Gesicht, das finde ich auch ziemlich krass, dass einfach ein Face-Tat dazu kommt mit Face, also das ist wirklich extrem geil. Grüße gehen raus an Regina an der Stelle, lass es lieber sein. Machen wir weiter, meine Freunde, mit Montana zu dem Black, da bin ich auf jeden Fall mal ganz gespannt. Der Kerl sieht ja jetzt schon aus wie 45. Jokes natürlich, du bist erst 18, Monte, wir wissen alle, dass du 1998, glaube ich, geboren bist oder sowas, ich glaube, das ändert sich jedes Jahr. Wir warten mal ganz kurz und schauen mal, wie unser Ehrenbruder Monte aussieht, wenn er dann tatsächlich eine lange Zeit, ach du Scheiße. Ja, Smoking auf jeden Fall, Monte, du siehst auf jeden Fall verändert aus, würde ich sagen. Es ist tatsächlich so, dass, Alter, okay, wir können froh sein, dass Monte das Trinken dran gegeben hat. Ehrenhaft von ihm. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen nach Excel hier aus. Da hat es auf jeden Fall die guten Augenfalten und die Sonnenbank, Monte. Ja, das geht sogar noch klar tatsächlich. Also ich glaube, das Rauchen macht auf jeden Fall das meiste mit ihm. Das Saufen ist definitiv nicht gut, das tut er ja nicht. Immerhin wandern die Augenbrauen nach oben und sieht ein bisschen glücklicher aus, aber viel, viel aufgedunster, bisschen fetter auch generell. Man sieht das hier vielleicht. Aber das Rauchen, Alter, Digga, solltest du vielleicht an der Stelle einfach mal dran geben. Es ist wirklich echt gruselig, dass es sowas mittlerweile gibt, dass das funktioniert, Mann. Das ist extrem crazy. Wir machen weiter mit dem Homeboy Justin, der ja jetzt schon echt gut verbraucht aussieht. Jokes on me, natürlich nicht, Justin. Du siehst einmalig spitze aus. Ich finde dich super, wie du aussiehst. Vielen Dank. Gucken wir mal ganz kurz, wie sich das eventuell ändert, wenn Justin eventuell anfängt zu rauchen und zu trinken. Ich glaube, Justin raucht auf jeden Fall, nur Shisha. Ja, das solltest du an der Stelle dann auch vielleicht sein lassen, mein Freund, weil das sieht wirklich echt gruselig aus, Dicker. Trinken, glaube ich, tut Justin gar nicht. Alter, oh Gott, Junge, Justin, bitte. Stell jetzt sämtlichen Alkohol, den du hast, an die Spüle, kipp ihn aus. Das war's an der Stelle. Sonnenbank geht Justin auf jeden Fall genauso wenig wie ich, weil Justin ist komplett weiß, genauso wie ich. Ich meine, gut, Sonnenbank ist auch gerade ein bisschen schwierig, aber ja. Man sieht's hier, kommen überall diese komischen Melaninflecken oder wie das heißt und sowas. Also ich finde Sonnenbankbräune, muss ich ganz ehrlich sagen, auch selber gar nicht so nice. Schauen wir mal ganz kurz, wie es bei Katja Krasavic aussieht, die natürlich hundertprozentig natürlich ist und niemals in ihrem Leben die Sonnenbank benutzen würde, Leute. Das ist ja wohl, das ist ja wohl klar wie sonst was. Alter. Holy shit. Katja. Rauchen tust du. Lass es bitte. Trinken tust du, Katja. Lass es bitte. Sonnenbank tust du. Lass es bitte. Katja, bitte. Katja. Ich musste davon ein Bild schicken.
wie das aussieht. Ich schicke ja sogar ein ganzes Video, Digga. Das geht nicht. Ich muss sie warnen. Sag mal, Katja, ich bin gerade dabei, so ein Video zu machen. Und du trinkst ja zwischendurch immer mal wieder. So siehst du übrigens aus, wenn du weiter rauchen würdest. So würdest du dann aussehen an der Stelle, wenn du trinken würdest. Also, ich meine, auch ganz nice. Und übrigens, Sonnenbank, vielleicht auch nicht das Beste. Ich grüße dich an der Stelle und hoffe, dass du aufhörst damit. Da bin ich mal gespannt, wie sie reagiert. Ja, kann eigentlich nur gut laufen. Muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht habe ich jetzt es geschafft, Katjas Leben einschlägig zu ändern. Nö. Machen wir weiter mit der guten Dagi Bee, die ja, glaube ich, auch, also Dagi raucht auf jeden Fall nicht, so wie weit ich weiß, trinken. Wir haben schon mal den einen oder anderen Cocktail gemeinsam getrunken, so ist es jetzt nicht, aber auch nicht übermäßig oder so. Also ich glaube, Dagi hat einen relativ healthy Lebensstil, da kümmert sich der Eugen auch ganz gut drum. Ja, gut, das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, aber man sieht auf jeden Fall, wie Rauchen extrem die Faltenbildung vorantreibt und die Zunge auch ein bisschen labbrig macht hier an der Stelle. Trinken, Alter. Trinken sieht actually gar nicht so schlimm aus. Vielleicht sollte Dagi einfach saufen, anstatt zu rauchen. Und Sonnenbank? Ach ja, also abgesehen von diesen ekligen Kackflecken hier oben, die aussehen, als hätte jemand einen Kaffee auf ihrer Stirn ausgekippt. Muss ich ganz ehrlich sagen, also das Trinken steht ihr tatsächlich. Ein bisschen Farbe im Gesicht bekommen, die Nase hier ein bisschen errötet, ne? Keine großen Augenringe und so. Also Dagi, wenn du das abschminkst, sauf dir rein, gönn dir rein. Natürlich nicht, Leute. Trinken, rauchen, Sonnenbank, alles Scheiße. Drink water. Das ist das Game. Hier habe ich an der Stelle noch Romata gefunden. Ich weiß nicht, warum ich Romata dabei habe. Ich dachte einfach, jemand Irrelevanten einfach mal mit in die Liste aufzunehmen. Da bin ich auch mal richtig krass gespannt, wie das eventuell bei Romatra aussieht, wenn der Boy tatsächlich weiter sein Leben so führt, wie er es jetzt führt, nämlich rauchend, trinkend und sonnenbankend. Ja, Romatra sieht an der Stelle, wenn er geraucht hat, auf jeden Fall aus wie ein Meth-Junkie beim Trinken, meine Freunde. Müssen wir uns ganz große Sorgen um Romatra machen, weil das ist eine ganz unangenehme Nummer. Das ist wirklich extrem unangenehm. Sonnenbank, ja, Romatra, abgesehen von dem schwarzen Krebsfleck da oben auf deinem Kopf, ist alles soweit super. Also, Romatra sieht wirklich aus, als hätte er eine lange Meth-Karriere hinter sich, Digga. Das Kind da im Hintergrund ist auch schon ganz geschockt und macht die Augen lieber zu. Romatra, ich wünsche dir an der Stelle, dass du damit aufhörst, ja? Ich impliziere damit nicht, dass du es tust, aber wenn du es tun solltest, Romatra, was ich natürlich weiß, dass du es nicht tust, lass es einfach. Also nicht, dass du es tun würdest, Romatra, aber lass es. Also du tust es ja nicht, aber... Machen wir weiter mit meiner wunderbaren Ex-Freundin Jodie Calusi, meine Freunde, die einen ganz ausgefallenen Lebensstil hat, nämlich die trinkt nicht, die raucht nicht, die geht nicht raus, die macht einfach gar nichts, die lebt einfach nur und die ist ein super healthy Mädchen und die wird sich sicherlich im Alter perfekt, alles klar, ich habe nichts gesagt an der Stelle. Jodie sieht aus wie Lord Voldemort persönlich, wenn sie raucht. Gut, dass Jodie nicht trinkt, aber oh, Leute, schaut mal hier auf die Augenbrauen, das ist eine ganz gruselige Entwicklung, da muss ich ganz ehrlich sagen, yeah, gut, alles klar, das hätte man, alles klar, ich bin ein bisschen traurig, dass hier dieser Filter drauf ist. Vielleicht hätte ich die Vollversion kaufen können. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Und Sonnenbank, Jodie. Ja, Sonnenbank. Also Jodie altert auf jeden Fall extrem krass dadurch tatsächlich. Muss ich an der Stelle auch einfach mal sagen, dass Jodie, wie gesagt, da zum Glück keinerlei Bedenken haben muss, weil sie weder trinkt noch raucht noch irgendwas anderes. Jodie mag die Sonnenbank nicht, geht da auch nicht drauf. Katja hat sich an der Stelle noch nicht gemeldet. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Papa Platte, Leute, der auf jeden Fall jeden Tag im Stream, ihr wisst es vielleicht nicht, aber durchgehend betrunken ist. Goldkrone! Schauen wir mal ganz kurz da vorbei, wie das bei dem Bro aussieht. Papa Platte, der wirklich am Tag mindestens 3-4 Stangen kippen und dann krieg ich rauch, wenn er streamt. Das merkt man zwar nicht, aber es ist so. Es ist wirklich so. Ich erzähle euch hier keinen Bullshit. Alter. Kennt ihr dieses Hey-Hey-Fellow-Kids-Memes? Also wo so ein Typ so sehr alt ist und dann, ja, ihr wisst, was ich meine. Sehr, sehr unangenehm, Kevin. Wirklich eine sehr unangenehme Alterung, die ich hier sehe. Das Trinken an der Stelle, alter Kevin. Also man muss sagen, Trinken macht weniger Falten, dafür mehr Augenringe. Man muss sich entscheiden, was will man? Augenring oder Falten? Was kann man besser behandeln später? Sonnenbank an der Stelle macht deinen kompletten Körper. Ja, Kevin sieht so ein bisschen eingefallen aus. Richard Gere-mäßig, also wenn er jetzt 10 Jahre lang saufen würde... Kevin, also ich würde sagen, hier unten gibt es auch tatsächlich die Möglichkeit, sich behandeln zu lassen. Kevin, vielleicht einfach gar nicht erst damit anfangen oder aufhören, je nachdem, wie es bei dir gerade aussieht. Ich weiß es nicht. Kelly Mrs. Vlog, Leute, da bin ich mal gespannt. Kelly, die auch einen sehr, sehr, sehr gesunden Lifestyle führt. Ja, Kelly steht natürlich erstmal auf. Da gibt es erstmal einen Kale Shake, dann zu da natürlich einen Ingwer-Shot. Danach gibt es dann erstmal Porridge mit gutem Quinoa dazu und ein bisschen Acai-Beeren. Alter Schwede. Ja, yeah, gut. Kelly, was soll ich zu dir noch sagen, ne? Das ist auf jeden Fall eine Nummer. Da muss ich ganz ehrlich sagen, Kelly, solltest du dich wirklich so entwickeln, muss ich an der Stelle auch einfach mal die Freundschaft kündigen. Alter Scheiße, Mann. Fuck, ey. Das ist wirklich gar nicht geil. Das ist gar nicht geil, Leute. Aber wie gesagt, Kelly führt ja einen sehr gesunden Lebensstil, geht 4-mal die Woche ins Fitnessstudio, geht regelmäßig mit dem Hund raus, hat einen sehr, sehr durchtrainierten Körper, ist extrem gesund und kümmert sich wirklich um ihre eigene persönliche Fitness, macht 10.000 Beauty-Kuren am Tag. Da sehe ich eigentlich gar kein Problem.
Ich glaube wirklich, ich kenne sehr viele ältere Leute, die genau diese Flecken hier auf der Stirn und sowas haben. Das passiert tatsächlich. Also das ist ja nicht irgendwie ausgedacht oder so, was extrem beunruhigend ist, weil ich war auch schon zweimal in meinem Leben auf der Sonnenbank. Man hat es nur nicht gesehen. Laser Luca, der tatsächlich jeden Tag trinkt, raucht und gleichzeitig auf die Sonnenbank geht. Das ist auf jeden Fall eine Nummer, die hier an der Stelle nicht funktioniert. Das Bild von Laser Luca wird einfach nicht angenommen. Vielleicht erkennt die App einfach kein Gesicht mehr bei ihm, weil er schon so viel getrunken hat und sowas. Über unsere Wochenenden, Luca, rede ich an der Stelle jetzt mal nicht. Wie und was wir da trinken oder ob wir überhaupt trinken, das bleibt hier an der Stelle unter uns, Luca. Sonnenbank trinken und rauchen gleichzeitig, so wie du es ja momentan gerne machst, weil du eine eigene Sonnenbank zu Hause hast, ist klar. Lass es lieber einfach, sonst siehst du nämlich irgendwann so aus. Ach du Scheiße. Digga, hat ein bisschen was von Dieter Bohlen und irgendwie Michael Wendler, ich weiß es nicht genau. Smoking auf jeden Fall, ja. Drinking komplett aufgedunsen und die Sonnenbank, Luca, die steht dir. Das ist, also das hier, ich sehe hier, muss ich ganz ehrlich sagen, große Parallelen zu Dieter Bohlen. Ich weiß nicht genau, warum. Falls du eventuell nachdenkst, deinen Lebensstil hier einmal komplett umzukrempeln, melde dich einfach bei mir. Ich bin Personal Coach. Ich mache das gerne mit dir, ja. Ich helfe dir da. Ich bin für dich da als guter Freund und nehme auch tatsächlich nicht allzu viel Geld. Wir fangen an bei 500 Euro die Stunde. Bibis Beauty Palace, die zweifache Mutter, die sicherlich momentan weder trinkt noch raucht, noch auf die Sonnenbank geht. Bibi auch eine sehr natürliche Dame. Das wird auf jeden Fall jetzt auch mal interessant, wie die Dame aus. Alles klar, da bin ich an der Stelle raus. Da ist auch das Bravo-Logo ein bisschen blass geworden. Ja, Bibi, also ist es interessant, wie das Rauchen sie traurig macht und das Trinken glücklich. Also, da wissen wir an der Stelle schon mal, ja, also Sonnenbank ist so ein Mittelding. Trinken macht glücklich, Rauchen macht traurig. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, welche Droge ihr zu wählen habt. Richtig, keine der dreien. Lasst es einfach komplett sein. Paluten, der Ehrenbruder, der, wie gesagt, auch einen sehr gesunden Lebensstil führt und weder raucht noch trinkt, noch auf die Sonnenbank geht. Palle, der eigentlich den ganzen Tag nur zu Hause sitzt und Sport macht und zwischendurch ein paar Videos macht. Muscle Memory Machine, hier der Typ, der komplett aufgepumpt ist bis zum geht nicht mehr. Auch ein extremes Tier. Ja, das Rauchen, Palle, das tut dir nicht allzu gut, aber ganz ehrlich, es geht noch vollkommen. Ein paar Falten kriegst du vielleicht hier. Aber im Großen und Ganzen bist du immer noch ein sehr, sehr sexy Boy. Das Trinken, Palle, sieht da schon ein bisschen anders aus, aber auch hier wieder, meine Freunde, wird das dem traurigen Paluten ein glücklicher und besoffener Paluten. Also vielleicht ist das Trinken dann im Alter eventuell doch das, was dann weniger Effekt hat und dich vielleicht glücklicher aussehen lässt. Ist auch die Frage, ob er zu dem Zeitpunkt jetzt hier in dem Generator betrunken ist oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich habe Palle noch nie betrunken gesehen. Die Sonnenbank, mein Freund, die macht dich ein bisschen älter und wie gesagt, hier diese seltsamen Altersflecken, die gar nicht so geil sind. Schauen wir mal, wie das Ganze bei Trimax aussieht. Ein junger Mann, der extrem gut gekleidet ist, immer sehr auf seinen persönlichen Fitnessfilm ist und auch immer darauf achtet, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Trimax auf jeden Fall rauchen, das sieht auf jeden Fall auch wieder aus wie 10 Jahre Crystal Meth. Das Trinken, ja, so sieht Max tatsächlich aus, wenn er gesoffen hat, das kann ich euch so sagen. Also Max sieht genau 1:1 so aus, wenn er getrunken hat. Es ist tatsächlich so, also wenn Max mal richtig einen wegsäuft, dann sieht er genauso aus. Und die Sonnenbank, ja, da sehe ich Trimax tatsächlich nicht, einfach weil er nicht auf die Sonnenbank drauf passt. Jetzt wird es natürlich ganz interessant, meine Freunde. Ich möchte auch wissen, wie es da um mich steht. Wir nehmen dieses wunderschöne Bild hier mit mir mit der Gurke im Ohr. Bin mal gespannt, ob das Ding hier überhaupt mein Gesicht erkennt. Vielleicht bin ich auch einfach schon zu verbraucht und es funktioniert gar nicht. Ja, also rauchen, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen blass geworden und so, beim Großen und Ganzen geht das. Die Gurke ist noch knackig grün. Beim Saufen, ja, bin ich auch noch eigentlich ganz fit und das Sonnenbanken tut mir auch nicht schlecht. Also ich krieg da ein paar Altersflecken und so, aber im Großen und Ganzen komme ich hier von allen Leuten am besten weg, Leute, würde ich sagen. Das heißt, ich werde jetzt so vor den Garten gehen, mich mit Sonnenschutzfaktor 0 einreiben, mit einem richtig schönen Olivenöl, mir zwei Kippen anmachen, eine Shisha und dabei ein paar Wodka in den Kopf stellen, meine Freunde. So verbringe ich heute meinen Tag. Das war natürlich nur ein Witz. Lasst die Finger von solchen Sachen. Ich kann es euch nur wiederholt empfehlen. Das war's für dieses wunderschöne Video, in dem ich absolut keine Mühe reingesteckt habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns heute Abend um 18.30 Uhr im Livestream. Ich bin an der Stelle raus. Küsse eure Augen, Habibi, und wir sehen uns. Macht's gut, haut rein, bis dann. Tschüss.